So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke und ich habe heute ein ernstes Video für euch vorbereitet, denn ich wurde betrogen, schon wieder, ich habe die Schnauze voll, immer passiert mir das, aber was heißt immer? Stimmt ja gar nicht. Du greifst so oft in den Glückstopf rein und irgendwann fällst du auf die Nase, das ist bestimmt jedem schon mal passiert und jetzt möchte ich euch einen besonders heiklen Fall zeigen, denn ich war letztens unterwegs. Hab meine Videos gepostet bei Facebook und habe gesehen, eine Seite hat so schön Werbung geschalten, hat da so einen, es war eine gesponserte Seite, die haben da gesponserte Werbung geschalten, dass überall, egal wo du bei Facebook warst, hat das Werbung angezeigt, hat genau die Artikel, die sie vertreiben, dir in den Vordergrund gerückt, dir unter die Nase gerieben und da wird ja so oft Mist gepostet und total sinnloser Quatsch, den kein Mensch braucht, so wie auch dieses vermutlich, aber diesmal bin ich drauf reingefallen, denn die Gier war zu groß, das Auge war zu groß, hat das Auge gemacht. Ich möchte euch kurz mal zeigen, um was es geht, ja, es geht hier um diese Mogwai-Puppen, oh mein Gott, wenn ihr irgendwo auf Facebook eine Anzeige gesehen habt, eine Werbung, eine gesponserte mit diesen Mogwai-Puppen, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, jeder, der in Facebook unterwegs ist in letzter Zeit, sieht diese Mogwai-Puppen. Was sind Mogwai-Puppen? Ihr kennt vielleicht alle den Film Gremlins, kleine Monster. Das sind Gremlins, aber Gremlins heißen die dann eher, wenn die eklig und hässlich sind. Denn eigentlich sind die total süß und flauschig und sind eben von der Gattung Mogwai. So, das sind Mogwais. Jetzt haben die hier Mogwai-Puppen, handbemalt, handgemacht. Richtig detailliert, richtig cool in verschiedenen Horror-Designs. Ihr habt hier zum Beispiel eine Mogwai-Puppe im Stil von S. Ja, Stephen Kings S, der Clown mit dem Ballon. Sieht doch fetzig aus, oder nicht? Dann haben wir hier eine Mogwai-Puppe im Stile von Predator. Die finde ich besonders hässlich, deswegen machen wir direkt weiter. Dann haben wir hier noch eine im Stile von Terminator. Die fand eine Pupsi eigentlich ganz süß, aber ich finde die auch übelst hässlich. Dann haben wir hier eine grüne. Bei der grünen weiß ich gar nicht, was das sein soll. Wenn ihr wisst, aus welchem Film oder zu welchem Film das gehören soll, schreibt es mal rein. Dann haben wir hier noch die Saw-Puppe. Besonders tolle rote Augen, fand ich auch richtig nice. Und wir haben die Chucky. Ihr kennt bestimmt alle Chucky, die Mörderpuppe, den Horrorfilm, den Horrorklassiker. Richtig genialer Film, richtig geniale Filme, alles mögliche. Auch das Remake, die Neuverfilmung, bekommt jetzt auch seine eigene Serie. Und jetzt gibt es hier eine Gremlins Mogwai-Puppe im Design von Chucky, die Mörderpuppe. Und die fand ich so stark. Diese Schuhe, diese Latzhose, die Schere, die vernarbten Ohren, der vernarbte Mund, die vernarbten Augen, die stechend blauen Augen, die hat's mir angetan. Weil ich so bekloppt bin und hab gedacht, oh mein Gott, wie krass sieht die denn aus? Du sammelst Filme, du hast alles da rumstehen, pack dir die doch einfach mal in den Schrank, wenn die kommt. Wollte also bestellen, natürlich wieder verlockendes Angebot. Wenn du zwei bestellst, dann sparst du auch den Versand. Ist ja klar, der Betrug muss sich ja auch lohnen. Also habe ich gedacht, komm, scheiß drauf. Die hat richtig coole Augen. Nimmst du halt diese Saw-Puppe noch dazu, weil alle anderen fand ich jetzt nicht so krass. Wie gesagt, sind in Ordnung. Sammler hätten wahrscheinlich sich alle geholt. Mir haben die so aber gereicht. Jetzt will ich das mal kurz hier ausmachen. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was passiert ist, denn ich habe jetzt einen Monat lang gewartet. Ich wollte schon melden, weil es stand auch dort auf der Seite, Versand innerhalb von 48 Stunden, alles safe, alles garantiert, alles hin und her, da fallen immer viele Worte. Jetzt habe ich gewartet, nach fast einem Monat, ich wollte den Fall schon melden bei PayPal, weil ich keine Ware bekommen habe, weil ich wieder mal drauf reingefallen bin, auf irgendeinen sinnlosen Scheiß. PayPal hat auch gesagt, ich soll noch ein bisschen warten. Durch Corona kann es zu Lieferverzögerungen kommen und so weiter. Gestern hat es an der Tür geklingelt, ja. Gestern kam Post. Und jetzt haltet euch fest. Ich habe gedacht, das ist Pupsis, was sind die eigentlich bestellt? Pupsis Winterjacke. Hab zu Pupsi gesagt, ja, deine Winterjacke, die kam heute. Ich habe sie auf den Sessel gelegt. Später sehe ich, kriege eine E-Mail von GLS.
dass es Probleme bei der Lieferung gab und sie mich nicht angetroffen haben, obwohl ich den ganzen Tag zu Hause war. Und die machen das immer so, die klingeln gar nicht, die sagen einfach, es war keiner da. Und das ist aber wieder ein anderes Thema. Da ist mir aber aufgefallen, wenn das gar nicht die Jacke war, was war das dann? Dann mache ich das auf, guck hier rein, da sind zwei Puppen drin. Oh mein Gott, da sind zwei Puppen drin. Jetzt wollte ich unberechtigterweise das melden, dass ich meine Mogwai-Puppen nicht bekomme, wenn die Puppen doch geliefert wurden, nur ein bisschen später. Jetzt habe ich die ausgepackt und ich dachte, mich tritt ein Pferd. Dann guckt euch das mal an. Was ist das für eine... Was ist das für eine Scheiße? Man muss es doch sagen. Das ist keine Mogwai-Puppe. Das ist kein Gremlin. Das ist kein Saw. Das ist kein Chucky. Das ist Mist. Das ist kompletter Mist. Richtiger, was hat er für eine schöne Hose an? Hier, Adi. Aber ich habe ja zwei bestellt. Deswegen haben wir noch eine. Guck doch mal die Puppe an. Oh mein Gott, ist die schön, oder? Wie dreist kann man bitte schön sein, wenn man schon betrügt, ja? Dann nehmt doch das Geld und verpisst euch und haut ab und macht alles dicht und sonst was. Aber schickt mir doch nicht sowas. Was soll ich damit machen? Es ist doch klar, dass ich jetzt natürlich bei PayPal, Käuferschutz, ich werde das melden, ich werde Fotos hinschicken, das ist Betrug. Ich werde hoffentlich, ich weiß es nicht, ich werde hoffentlich mein Geld per PayPal wiederbekommen durch den Käuferschutz. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich weiß nicht, was es gebracht hätte, nichts zu schicken. Ich weiß nicht, was es bringt, sowas zu schicken. Dann vielleicht noch zu sagen, dass es ja ein Stück abweichen kann von den Bildern im Internet. Was ist das, Mann? Guck doch mal. Die verbrennen würde ich die am liebsten jetzt. Aber egal. Vielleicht kann man die auch verschenken oder verlosen. Ich habe auf jeden Fall PayPal eingeschalten. Die werden das mit dem Verkäufer jetzt klären. Und ich denke mal, ich werde mein Geld wiederbekommen. Vielleicht geht auch noch eine Anzeige raus, was wahrscheinlich komplett sinnlos ist. Und versteht mich nicht falsch. Ihr sagt jetzt vielleicht, okay, wer bei Facebook was bestellt, der ist selber schuld. Aber ich habe schon so viele Sachen bei Facebook bestellt. Kennt ihr noch alle hier diese schöne Nachttischlampe für Pupsi, die ich auch bei den Wanderungen mit Natururin und so dabei hatte, die ich abends immer angemacht habe? Die habe ich von Facebook. Es ist ja nichts Verwerfliches, dass ein Unternehmen, was coole Sachen hat oder was irgendwas verkaufen will, dass sie es nutzen, dass man bei Facebook Geld zahlen kann, damit man einen Beitrag hervorheben kann, der in den Neuigkeiten immer und immer wieder erscheint, um Werbung zu machen für das eigene Unternehmen. Manche sagen, das muss ja fake sein, aber es gibt seriöse Shops und Sachen, die Sachen verkaufen und einfach nur zeigen wollen, wir sind auch noch da. Das hat hier geklappt. Das habe ich gesehen bei Facebook in einer gesponserten Anzeige. Habe das bestellt, es kam an, alles ohne Probleme. Super, ich habe mich gefreut, habe ich noch nirgendwo gesehen. Letztens habe ich für einen Hannes was bestellt. Wieder Facebook-Werbung, da gab es Wrestling-Figuren mit einem Wrestling-Magazin von einem bestimmten Wrestler. Ich habe ihn eine Eddie Guerrero-Figur bestellt, mit Heft dazu nach Hause schicken lassen. Es kam bei ihm an, ein paar Tage später, er hat sich mega gefreut. Das war auch eine Facebook-Anzeige, Werbeanzeige. Und für mich war das diesmal genau dasselbe. Oh! Jetzt kaufe ich nichts für Pupsi, ich kaufe nichts für Hannes, ich möchte für mich was kaufen und kaum bestelle ich was für mich persönlich, kommst du direkt wieder in irgendwelche Betrüger und kriegst sowas, sowas hier geschickt. Ich kann es nicht glauben, jeder der das sieht, meldet diese Anzeigen bei Facebook, meldet diesen Shop bei Facebook. Meldet einfach alles und jeden bei Facebook. Gute Sache. Und zu dem Zeitpunkt, ich habe den Shop wirklich gesehen, nur diesen einen Shop. Bin da drauf, bin auf die Seite, habe ganz normal bestellt. Und nachdem ich bestellt habe, plötzlich, die Wochen danach, ist mir schon aufgefallen, dass was nicht passt. Denn auf einmal gab es diese Puppen auf fast jeder Facebook-Seite. So viele Anzeigen davon, die gesagt haben,
Wir verkaufen original Mogwai-Puppen, handgemacht, ja, nur bei uns. Wie kann eine Seite, die Hans Entertainment Junior heißt, Mogwai-Puppen verkaufen und sagen, die gibt's nur bei uns, wenn Klaus Günther der Dritte postet, Mogwai-Puppen, die gibt's nur bei uns, und dann kommt King Karl Otto Uwe und sagt, die gibt's nur bei uns. Jetzt könnten ja diverse Facebook-Seiten Werbung machen, damit das effektiver ist, wenn im Endeffekt der Link zum Shop immer zur gleichen Seite führt, dass verschiedene Leute für das Gleiche eine Werbung machen. Aber plötzlich hast du jeden Tag eine andere Facebook-Seite gesehen, die einen anderen Link hatte zu einem anderen Shop, der von sich behauptet hat, dass es das nur hier gibt und sonst nirgendwo. Und da wusste ich schon, die Kacke ist am Dampfen. Aber ich sollte warten, dass es ankommt. Jetzt kam es an und ich sehe, es ist der letzte Dreck. Ich finde es richtig asozial, sowas. Ich weiß auch nicht, wie die damit Erfolg haben können. Denn PayPal hat einfach den Käuferschutz und das wird PayPal niemals auf sich sitzen lassen. Hoffe ich zumindest. Das wird auch niemals so durchgehen. Hoffe ich zumindest. Käuferschutz ist aktiv, PayPal ist eingeschaltet, die prüfen das jetzt, dann werde ich hoffentlich das Geld wiederbekommen und passt wirklich auf, wenn ihr sowas seht, meldet das direkt. Es gibt viele Sachen im Internet oder bei irgendwelchen Anzeigen, auch bei Facebook, das ist cool, ne, guckt es euch an, das ist cool, ne, kannst du kaufen, aber das kannst du nicht kaufen, das kaufst du nicht, guck dir das an, Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wenn ihr die Mogwai-Puppen auf Facebook schon mal gesehen habt, schreibt es mal rein. Und wie ihr das findet, ne, selber schuld, ich weiß. Trotzdem, das war es von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ah.